Liebe Freundinnen und Freunde, erinnert ihr euch noch an das Jahr 2004? Das war das Jahr, in dem ich dank euch und für euch das erste Mal ins Europäische Parlament gewählt worden bin. Und das war dieses Jahr des Stolzes der Europäer, der Freude der Europäer. Wir waren froh über das Wunder von der Elbe, über das Wunder von der Oder. Und wir setzten 2004 als Grüne aus heutiger Sicht geradezu tollkühn auf das Wunder vom Bosporus. Wir wollten damals die EU klimafreundlicher, nachhaltiger, offener, für Flüchtlinge friedlicher machen. Alles das stimmte und alles das stimmt irgendwie auch immer noch. Ich hätte mir im Jahr 2004 nicht vorstellen können, dass ich gut ein Jahrzehnt später vor euch treten würde und sagen würde, liebe Leute, heute bin ich froh, wäre ich froh, wenn ich sicher wäre, dass wir diese Europäische Union, so wie sie heute ist, mit ihren Mängeln, mit ihren Defiziten, ich wäre froh, wenn wir diese Europäische Union zusammenhalten könnten. Aus der Welt von gestern ist nach 2004 Schritt für Schritt der Geist des Nationalismus zurückgekehrt. Und wer sich heute in Russland umguckt oder wer in die Türkei geht, der kann feststellen, wie aus Großmannssucht und Großmachtsucht gepaart mit Nationalismus, wie daraus innerhalb kürzester Zeit Hass und Zerstörung und Bürgerkrieg und Krieg wird. Und ich sage das jetzt bestimmt nicht, um euch und mir das zu einfach zu machen. Aber ich will an dieser Stelle, dass ihr wisst, dass ich und viele davon überzeugt sind, die sich mit dem Werden der Europäischen Union beschäftigt haben, dass diese Europäische Union eben trotz ihrer Mängel die Antwort war, ist und bleibt auf die Gefahren und auch die möglichen Verheerungen durch die Wiederkehr des Nationalismus. Und es ist nicht ausreichend, sich zu erinnern an diese Wunder von der Elbe oder der Oder, sondern das Wunder, das politische Wunder auf diesem Kontinent, das ist diese vertrackte und unfertige und unvollkommene Europäische Union. Und heute stellt sich eben für mich nichts anderes als die Frage, wie verteidigen wir ein politisches Wunder? Wie verteidigen wir diese größte politische Leistung auf diesem Kontinent in einer Zeit, in der schon das Wort Brüssel, so wie in den USA Washington, zu einer sofortigen Polarisierung der Debatte führt? Als Kind kleiner Leute bin ich davon überzeugt, dass wir zu denen gehören, die dafür sorgen müssen, dass die kleinen Leute nicht leicht verführbar sind. Und ich knüpfe an Gedanken von Bastian Hermisson. Ich glaube, damit wir das gewinnen können, wofür Terry und andere kämpferische Reden gehalten haben, müssen wir mehr Brücken bauen zu den kleinen Leuten, die heute aus vielfacher Verunsicherung in die falsche politische Richtung sich orientieren. Rebecca, du musst bitte zum Schluss kommen. Lasst mir den einen Gedanken. Ich glaube, dass wir als eine Partei, die an Ehrgeiz bei Veränderungsprojekten nicht zu überbieten ist, dass wir unbedingt unsere ehrgeizigen Projekte viel besser und ernsthafter auch bei denen vermitteln, die zum Teil mit unserer Debattenkultur und unserer Idee von politischer Kultur und Gesellschaft nichts anfangen können. Es ist wirklich die Zeit,
Es ist die Zeit, aus der Polarisierung rauszuführen, wer die Europäische Union verteidigen will, wer das gewinnen will. Der kann das nicht in der Polarisierung, sondern der muss Kräfte entwickeln, die Polarisierung zu überbrücken. Die Europäische Union hat uns Frieden, Freiheit und Sicherheit gebracht. Wenn ich heute bei meinen Reisen aus Ankara mit den Freunden hierher blicke, Rebecca, du musst jetzt wirklich zum Schluss kommen, bitte. Wenn ich aus Kiew hierher blicke, dann kann ich euch sagen, dass man von außerhalb viel klarer sieht, dass die Europäische Union schon viel größer ist, als ihre Bürger das wissen. Und wir müssen von diesem Selbstverständnis, wir müssen aus diesem Selbstverständnis mit anderen zusammen, liebe Freundinnen und Freunde, mutig sein und viel mehr machen. Ich danke für eure Aufmerksamkeit.